Wir kommen zum dritten Beitrag in dieser Session und ich darf Jakob begrüßen. Schönen Dank, dass du da bist. Wir kommen also vom Rost über die Schlangen und zum Elefanten, so wie das ausschaut. Und wir freuen uns auf deinen Beitrag. Ja, vielen Dank. Ich darf euch heute den PG Feature Server vorstellen. Das ist sozusagen jetzt der dritte im Bunde, hat gewisse Ähnlichkeiten mit den bisherigen Servern, aber auch ein paar Unterschiede, die ich jetzt heute noch erklären werde. Kurz zu mir, ich bin Softwareentwickler bei der Firma Citycom. Wir machen ganz viel Telekommunikationsdienstleistungen. Im Grunde, das ist, sorgen wir für schnelles Internet, also unter anderem 5G-Ausbau, Cloud-Infrastruktur oder der Bereich, in dem ich tätig bin, das ist Glasfaser, Ausbau und Planung. Und da haben wir uns eben viele Programme angeschaut, unter anderem auch PG Feature Surf. Haben wir jetzt tatsächlich noch gar nicht im Einsatz, weil wir uns für QGIS Server aus bestimmten Gründen entschieden haben, aber ich habe mich trotzdem ausführlicher damit befasst. Deswegen wollte ich jetzt heute meine Erkenntnisse euch präsentieren. Ein kurzer Überblick über das Thema, und zwar erst gibt es einen Überblick über PG Feature Surf, ganz grob, was das ist. Dann die Frage, warum das nur aus einer Datenbank Daten lesen kann, was da die Vorteile sind. Dann über den einzigen Standard, den es publiziert, den OGC API Features, da möchte ich ein bisschen genauer drauf eingehen. Dann etwas erzählen über, wie man es installiert und wie man es konfiguriert. Dann schauen wir uns gemeinsam die Web-Oberfläche an und zu guter Letzt gibt es dann noch kurze Infos über die möglichen Filter und Funktionen, die das Programm hat und noch ein paar Anwendungsbeispiele. Genau, was ist PG Feature Surf? Das ist ein leichtgewichtiger Geodatenserver. Das ist ein Programm, das kann ausschließlich aus einer PostGIS-Datenbank lesen und ausschließlich den OGC API Features Standard veröffentlichen. Was jetzt erstmal wenig anhört, aber auch sehr viele Vorteile mit sich bringt. Ist in der Programmiersprache Go geschrieben, was also eine verhältnismäßig neue Sprache ist, gibt es auch schon über 10 Jahre und ist eben sehr schnell, aber auch gleichzeitig relativ angenehm zum Programmieren. Und entwickelt wurde das bei der Firma Crunchy Data, die eben bekannt ist für PostgreSQL. Und konkret eben von Martin Davis, der diese JTS-Bibliothek maßgeblich mitgeschrieben hat, die eben in vielen Open-Source-Projekten drin ist und auch von Paul Ramsey, der auch sehr eine prominente Figur im PostGIS-Umfeld ist. Die ganze Sache ist natürlich Open-Source und kann unter dem Link hier bei GitHub angeschaut werden. Dann, um kurz die Fähigkeiten von PG Feature Surf zu verdeutlichen, möchte ich das kurz zeigen, was GeoServer kann, weil das meines Erfahrungs nach der größte Geodatenserver ist, der ganz, ganz viele Daten lesen kann und ganz viele Standards unterstützt und ganz viele Ausgabeformate hat. Und PG Feature Surf kann quasi nur diese gelbe Linie. Und das hat natürlich den Nachteil, dass man jetzt die ganzen anderen Standards nicht kann, aber wenn man eben halt nur darauf angewiesen ist, nur Vektordaten zu publizieren, also sehr angenehm, weil PG Feature Surf eben ultra leicht zu installieren ist, sehr einfach zu konfigurieren ist und auch sehr flott ist und nicht diesen ganzen Ballast mitbringt, den GeoServer hat, weil häufig war es eben auch in meiner Erfahrung so, dass man GeoServer benutzt hat, aber auch nur einen Bruchteil der Funktion eben im Einsatz hatte und der Rest sozusagen auch noch mitgeschwommen ist, aber eigentlich gar nicht wirklich gebraucht wurde und dann eher in der Konfiguration manchmal ein bisschen unübersichtlich werden konnte. Zum nächsten Punkt, warum unterstützt PG Feature Surf nur das Lesen aus einer Datenbank? Und das hat unter anderem den Grund, dass Datenbanken eben die Möglichkeit haben, über SQL sehr komplexe Abfragen an den Daten zu machen. Man kann jetzt im Gegensatz zu den meisten dateibasierten Formaten eben konkrete Abfragen und Filter machen. Man kann parallele Abfragen machen. Es können auch gleichzeitig Menschen die Daten oder andere Programme die Daten verändern, während ein anderes Programm die Daten wieder liest. Also es gibt da sehr viele Möglichkeiten des Reinschreibens und des Rausschreibens. Es gibt ein Rechte- und Rollenkonzept, sodass man sagen kann, manche Programme dürfen nur bestimmte Teile der Datenbank benutzen und man andere Programme wieder nur andere Teile und kann da sehr gut so ein Separation of Concern schaffen.
ist sehr gut skalierbar und erweiterbar, und außerdem sorgt es dafür, dass die Datenintegrität gegeben ist. Das heißt, wenn ich jetzt eine Änderung einer Tabelle mache, die sehr lange, die sehr groß ist und irgendwie dann in der Mitte abbricht, dann kann ich mir sicher sein, dass diese Änderung entweder nicht geklappt hat oder 100% geklappt hat, aber eben nicht nur teilweise geklappt hat und die Datenbank auf keinen Fall kaputt danach ist, wenn ich jetzt irgendwie eine Abfrage absende, die, wenn der Mitte abbricht. Also da kann man sich sehr sicher sein, auch wenn hunderte oder tausende Clients gleichzeitig draufschreiben bei PostgreSQL oder bei anderen Datenbanken, ist das problemlos möglich. Das ist eben der Grund, warum man in so einer großen GDI üblicherweise eben eine Datenbank verwendet und keine dateibasierten Formate. Dann warum PostgreSQL? Also in der Open-Source-Welt gäbe es ja noch andere Datenbanken, wie zum Beispiel MySQL. Habe ich tatsächlich noch nie benutzt. Ein ausschlaggebender Punkt ist aber, dass PostGIS eben, also PostgreSQL hat eine räumliche Erweiterung namens PostGIS, die erstklassigen Support für Geodaten liefert, die meines Wissens auch quasi einfach der de facto Standard bei den meisten Anwendungen ist. Also MySQL hat zwar mittlerweile auch eine Geodatenerweiterung, die aber weniger Features eben hat als PostGIS und auch, glaube ich, eine kleinere Community. Zusätzlich ist PostGIS eben schon seit Jahrzehnten eher kompatibel zu allen möglichen Programmen. Also QGIS kann es zum Beispiel direkt lesen. Also ich kann mich mit meinem QGIS-Programm direkt auf eine PostGIS-Datenbank anmelden und direkt was schreiben. Und QGIS-Server kann auch PostGIS natürlich lesen, GeoServer, MapServer, GDAL, OGR und natürlich das Programm, was ich heute vorstelle, PG-FeatureServe auch. Als nächstes OGC API Features ist der Nachfolger vom Web Feature Service, also dem WFS, den vermutlich einige von euch kennen. Ist eben ein Standard zum Austausch von Vektordaten, und OGC API Features ist, wenn man sich jetzt diese ganzen neuen OGC APIs anschaut, eigentlich der am weitesten schon fortgeschritten ist. Also man kann sich da angucken, welche Drafts da schon gibt und welche schon umgesetzt wurde. Und OGC API Features ist nach meinem Kenntnisstand eigentlich der am weitest fortgeschrittenste und hat auch schon eine relativ große Unterstützung. Also zum Beispiel QGIS kann direkt OGC API Features lesen und sogar auch schreiben, wobei ich noch keinen Server gefunden habe, der es wirklich das Schreiben auch supportet. Ja, also hat auf jeden Fall eine große Unterstützung, und was ich als absolutes Killer-Feature betrachte, ist, dass der OGC API Features eben nicht nur als XML gelesen werden kann, also wie es bei WFS ist, sondern jeden Endpunkt kann man sowohl als HTML als auch als JSON anschauen, und HTML ist nämlich sehr angenehm, dass man das im Webbrowser direkt sich die Geodaten erkunden kann, ohne dass ich da XML quasi manuell lesen muss oder irgendwie einen anderes kleines Programm dafür habe. Zusätzlich ist auch JSON das Austauschformat, also wenn es darum geht, maschinenlesbar zu sein, was eben für die ganze Webentwicklung wesentlich angenehmer ist als dieses klassische XML. Dann habe ich ein paar Beispiele, wie das jetzt aussieht, nur dass man so ein Gefühl dafür kriegt. Wenn ich jetzt abfragen möchte, welche Layer es gibt, dann mache ich hier auf der linken Seite ich kann mal gucken, ob das hier. Kann ich auf der linken Seite dann das mit Collections machen, das sind dann sozusagen die Layer, und auf der rechten Seite muss ich dann mit so Key-Value-Paaren mir eben angeben, WFS und Get-Capabilities, und ich kriege auf der linken Seite beim OGC API Features kriege ich dann ein HTML oder einen JSON zurück, während beim klassischen was ist im XML, was man eben nicht so leicht lesen kann. Das gleiche Spiel, wenn ich jetzt von einem Layer alle Features anschauen möchte, dann kann ich jetzt hier eben das auf der linken Seite eben wie so eine URL so restbasiert mir eben darstellen lassen. Ich muss dann eben nur in diesem roten, wo Collection-ID geht, den Namen eingeben von meinem Layer, und auf der rechten Seite muss ich das eben wieder als Key-Value-Paar eintragen. Dann die Erweiterung ist, dass wenn ich jetzt ein einzelnes Feature abfragen möchte, dann mache ich beim OGC API Features, mache ich dann nochmal einen Schrägstrich hinten dran und sage einfach, welche ID das sein soll. Und im WFS-Fall ist es eben wieder mit diesen Key-Value-Paaren. Und ich persönlich finde es im Browser eben viel angenehmer, das einfach mit so einer URL, die nach und nach zu erweitern, als jetzt so Key-Value-Paare zu haben, die auch sich in der Reihenfolge zwar vertauschbar sind, was ein Vorteil sein kann, aber auch manchmal ein bisschen so unübersichtlich ist.
Und zu guter Letzt gibt es auch noch ein paar angenehme Möglichkeiten. Zum Beispiel kann ich einfach einen Filter machen, wenn ich jetzt hier eine Stätte habe, dann kann ich jetzt einfach Fragezeichen City ist gleich Hamburg machen und dann kann ich auch direkt auf die Art und Weise nach so einer Gleichheit von einem Attribut filtern. Und das geht meines Wissens beim BFS nicht so leicht, da muss ich so einen CQL-Filter machen, der ein bisschen aufwendiger ist von der Notation. Das als kleiner Exkurs zu OGC API Features. Dann, wie kann ich das installieren? Es ist super einfach. Es ist einfach eine einfache Datei, also ein Binary. Das kann ich runterladen und funktioniert auf allen gängigen Betriebssystemen und kann jetzt einfach eine Kommandozeile starten und schon geht es direkt los. Man muss natürlich noch eine Konfiguration erstellen, um zu zeigen, auf welche Datenbank es gehen soll. Aber im Prinzip, diese Binary hat keinerlei Abhängigkeiten und kann ich einfach rüber kopieren und ausführen und geht einfach sofort auf jedem System. Zusätzlich gibt es natürlich auch noch ein Docker-Image und ja, funktioniert eben auf allen Betriebssystemen. Konfiguration, das ist eben sehr spannend, dass es inhaltlich wird es hauptsächlich über PostgreSQL selbst konfiguriert. Da wird es gewisserweise ausgelagert, sonst gibt es noch eine Konfigurationsdatei, Umgebungsvariablen und Kommandozeilenargumente. Das schauen wir jetzt auch noch mal genauer an, und zwar das PG Feature Surf macht sich eigentlich relativ einfach. Das ist nämlich eigentlich nur so eine ganz dünne Schicht zwischen der Datenbank und dem HTTP-Server nach außen. Und eigentlich alles, was irgendwie einstellbar ist, wird dann direkt über Postgres gemacht. Und es ist so per Standard, dass alle Geometrietabellen, die PG Feature Surf überhaupt findet in der Datenbank, werden automatisch publiziert. Und da kann ich dann auch direkt, wenn ich möchte, eine Beschreibung machen, und zwar, das sieht man da unten bei den Kommentaren, da kann ich Comment on Table machen und dann was kommentieren, und das wird dann auch direkt von PG Feature Surf gelesen und dann auch in dem Standard publiziert. Das heißt, ich kann in der Datenbank komplett meine Konfiguration machen, und dann ist es auch noch so, dass mein PG Feature Surf hat auch einen eigenen Postgres User, und dann könnte ich dann auch zum Beispiel sagen, dieser PG Feature Surf darf nur auf ein bestimmtes Schema zugreifen oder auf nur bestimmte Tabellen, und dann publiziert er die anderen Tabellen auch gar nicht, weil PG Feature Surf es gar nicht lesen kann. Zusätzlich kann man auch noch Funktionen veröffentlichen, da kommen wir auch später nochmal drauf, die müssen auch in einem bestimmten Schema liegen, und alle Funktionen, die da drin sind, werden auch automatisch als ein Webdienst nach draußen veröffentlicht. Zusätzlich gibt es noch eine Konfigurationsdatei, da kann ich dann die Datenbankverbindung angeben, die das Programm natürlich braucht. Und es gibt noch ein paar nette Features, zum Beispiel HTTPS-Verschlüsselung kann man auch gleich einrichten. Das braucht man ja heutzutage immer, wenn man irgendwie einen Dienst öffentlich machen möchte, das auch direkt drin. Das heißt, man muss dann keinen anderen Dienst mehr nach vorne schalten, der dann sich um die Verschlüsselung kümmert. Zusätzlich kann man auch gleich einen Course-Header setzen. Das sind alle, die schon mal Webentwicklung gemacht haben, kennen das, dass man, wenn man von einem WebGIS auf einen anderen Server zugreifen möchte, dann geht es nur, wenn der Course-Header gesetzt ist, weil sonst darf man auf die entsprechenden Dateien nicht zugreifen. Und dann kann man noch ein paar Metadaten, wie die Beschreibung und den Titel des Dienstes beschreiben, eine URL für die Hintergrundkarte angeben, und man kann auch nochmal konfigurativ ein paar Tabellen oder Schemas einschließen und ausschließen, also nochmal über die Postgres-eigene Konfiguration nochmal drüber gehen, falls man das machen wollte. Man kann auch noch über Umgebungsvariablen, kann man auch wiederum die Konfiguration überschreiben, falls man das machen will. Das ist vielleicht für Docker-basierte Anwendungen ist das interessant. Und es gibt noch Kommandozeilenargumente, die auch noch benutzt werden können. Gut, dann schauen wir uns kurz den Server an, wie der ausschaut. Mal gucken, ob das hier so funktioniert. Ja, also das ist die Standardseite, also jetzt nicht sonderlich visuell ansprechend, aber es ist sehr funktional. Ich kann jetzt hier zum Beispiel mal anklicken Conformance. Da werden dann einfach die Features oder die Standards aufgelistet, die das eben unterstützt. Dann kann ich hier meine Collections anschauen. Das ist jetzt in dem Fall nur ein Collection. Hier sieht man eben die Beschreibung unten dran, die ursprünglich aus einem Kommentar kommt. Da kann ich dann mal draufklicken und habe dann hier gleich also menschenlesbar kann ich sehen, was jetzt der Extent ist, welche Attribute der hat. Und ich kann hier auch auf View drücken. Und dann wird mir jetzt auch gleich geladen, was hier drin ist, und zwar Städte der Welt. Und ich kann auch
auf einen draufklicken, wenn ich jetzt hier treffe. Ja, ich bin hier mit der... Ah genau, und dann sieht man dann hier noch genauere Infos und ich kann dann auch auf dieses einzelne Feature nochmal draufklicken und komme dann direkt hin und kriege das eben wieder hier bei der HTML-Ansicht direkt als Karte angezeigt. Und das Spannende ist, ich kann jetzt hier oben einfach JSON angeben und kriege das dann direkt als GeoJSON zurückgegeben. Und das finde ich eben halt im Vergleich zum WFS wesentlich angenehmer, weil mich dann einfach mal schnell mit dem Browser einfach mal erkunden kann, was dieser Dienst eben alles so kann. Okay, dann wieder zurück hier. So, dann das Theme, das wir gesehen haben, das ist eben sehr basic, aber an sich kann man das auch noch komplett erweitern. Man kann dann so ein HTML-Template angeben, das eben ein paar Variablen braucht, wie zum Beispiel, die dann injected werden von dem Programm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel von meiner eigenen Firma oder Organisation dann ein bestimmtes Logo reinmachen möchte oder ein Corporate Design anpassen, kann ich das durch dieses Theme machen. Und das Angenehme ist auch, man muss das eigentliche Programm PG FeatureSurf nicht verändern, sondern man kann einfach einen Ordner anlegen mit den HTML-Dokumenten in den bestimmten Strukturen, die irgendwo hinlegen. Und dann PG FeatureSurf darauf verweisen und dann werden automatisch dieses HTML-Theme übernommen. Als nächstes hat OGC API Features auch noch einige Filterfunktionen. Zum Beispiel, wie ich vorher schon gezeigt habe, kann man einfach nach diesem Fragezeichen in der oberen URL jetzt nach Continent ist gleich Europe filtern, also alle Attribute kann man auf Gleichheit da schon mal prüfen und dann noch eins weiter unten jetzt mit der Common Query Language kann ich ein bisschen komplexere Sachen machen, da kann ich auch Vergleiche machen, zum Beispiel, dass die Bevölkerung unter 2 Millionen sein soll. Was ein bisschen schade ist, dass man diesen Filter mit dieser Common Query Language, den kann ich jetzt nicht so direkt abgeben, wie jetzt da gezeigt ist im Browser, weil nämlich die ganzen Sonderzeichen noch speziell behandelt werden müssen. Deswegen muss man immer die Query noch encodieren in diesem Bereich, wo das jetzt schwarz ist. Das kann man aber meistens mit einem kleinen Programm machen, das das für einen übernimmt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel jetzt noch das Beispiel, dass ich eine bestimmte Stadt suche, zum Beispiel Name Lima. Und die gibt es offenbar zweimal, einmal in der USA, einmal in Südamerika. Und da auf die Art und Weise eben kann ich immer schon mal einfach filtern. Das kann man hier auch noch mal ausprobieren. Also ich kann jetzt hier auch einfach Hamburg eingeben und hoffe, dass es klappt. Ja, und springe eben dann direkt zu der Stadt und kann auf die Art und Weise schon mal einfach das erkunden. So. Ah, genau. Dann gibt es aber noch viele weitere Möglichkeiten mit der Common Query Language. Ich kann zeitliche Filter machen, die haben wir im vorigen Vortrag auch schon mal gesehen bei PyGeo API, weil es ja denselben Standard unterstützt, deswegen ist das jetzt nicht PG FeatureSurf spezifisch. Geografische Filter kann ich machen, ob jetzt sich Features überschneiden oder in irgendeiner bestimmten Relation zueinander stehen, numerische Vergleiche oder auch Textfilter kann man machen. Und wem das alles nicht reicht, der kann auch immer noch Datenbankfunktionen nehmen. Und man kann da einfach, also man kann PostgreSQL-Funktionen in einem bestimmten Schema ablegen und die werden dann eben automatisch als eigener Dienst veröffentlicht, der jetzt meines Wissens allerdings nicht standardkonform ist, aber trotzdem auf sehr einfache Art und Weise nutzbar ist. Und die Parameter, die für diese Funktion benutzt wird, die kann man einfach als URL übergeben. Da gibt es hier ein Beispiel, das aus der offiziellen Dokumentation ist. Wird jetzt die Tabelle gelesen und ich kann eben einen Prefix übergeben, das sagt, mit welchem Prefix eben ein bestimmter Name anfangen soll. Und das kann ich jetzt hier eben benutzen. Und das schauen wir uns mal an, wie das jetzt funktioniert.
Dann kann ich jetzt hier auf Funktionen gehen und jetzt Places Name. Dann ist hier noch kurz beschrieben, welche Parameter genommen werden, und zwar nur ein einziger Parameter, nämlich Name Prefix. Und dann kann ich mir das nochmal angucken. Dann mache ich jetzt hier Prefix Hum und mache mal Start und sehe jetzt hier alle Städte in meinem Datensatz, die mit HAM anfangen. Und das gleiche kann ich hier eben oben auch machen. Jetzt mit B, dann gibt es nur noch eine Stadt in dem Datensatz Hamburg. Und ja, also dieses Beispiel ist jetzt quasi relativ einfach, aber man kann damit sozusagen die gesamte Power von PostgreSQL nehmen und ganz und Funktionen nehmen und diese ganzen Parameter quasi auf relativ einfache Art und Weise dann in einem Client zur Verfügung machen, wo man nicht mal ein extra Programm braucht, um das zu lesen, sondern auch einfach über die URL das zu ändern. Das, ja. Gut, dann noch, ich bin schon am Ende, es gibt noch zwei Schwesterprojekte von PG FeatureSurf, nämlich PG TileSurf. Das ist im Prinzip das Gleiche, nur dass man nicht rohe Vektordaten publiziert, sondern Kacheln, Vektorkacheln. Dann PG EventSurf. Das hat jetzt tatsächlich gar keinen Geo-Bezug an sich, aber kann auf jeden Fall für Geo-Sachen benutzt werden. Es werden nämlich PostgreSQL-Notifications, also quasi so eine Art Benachrichtigungen, werden über sogenannte Websockets publiziert und man verbindet damit die PostgreSQL-Welt mit der Webwelt. Und zu dem PG-TileSurf und PG-EventSurf gibt es beides auch Podcast-Episoden von dem Mapscaping-Podcast, kann ich beide sehr empfehlen. Und zu guter Letzt gibt es noch PostgreSQL. Das ist auch ein Tool, das aus der Datenbank direkt alle Tabellen liest und über eine REST-API zur Verfügung stellt. Noch als Beispiele, man kann OpenStreetMap-Daten zum Beispiel damit publizieren. Da gibt es auch ein Beispiel in der Dokumentation von OSM to PGSQL. Und es gab kürzlich auch ein Beispiel, wie jemand diese API-Funktionalität mit Funktionen genutzt hat, um in eine Google Sheets-Tabelle gleich direkt Karten zu rendern. Das fand ich auch sehr spannend, auch eine sehr kreative Art und Weise, das zu nutzen. Und ich möchte schließen mit ein paar Links. Das Code Repository Dokumentation und der Vortrag und bedanke mich dann für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für den Vortrag, war sehr spannend, sehr anschaulich. Danke, Jakob. Ja, online sind die Leute, glaube ich, schon in der Pause. Es gab nämlich nur eine Frage, die nullmal gewotet wurde. Ich stelle sie dir trotzdem. Ja. Ist es möglich, PF FeatureSurf zusammen mit Apache Sedona, GeoMesa oder Ähnlichem zu nutzen, welches basierend auf Spark eine zu PostGIS vergleichbare Geo-Unterstützung anbietet? Kann ich exakt nicht genau beantworten, weil ich diese anderen Projekte jetzt nicht so gut kenne. Ich würde tendenziell sagen nein, weil einfach PG FeatureSurf einfach nur PostGIS lesen kann und nur OGC API Features veröffentlichen und das war's und auch deswegen sehr schlank ist und das Projekt an sich auch, glaube ich, eher schlank bleiben möchte und nicht vorhat, noch weiter zu wachsen. Also hat eben eine andere Philosophie als jetzt zum Beispiel PyGeo API oder GeoServer. Dankeschön. Etwas, was mir aufgefallen ist, wenn du jeweils einen Ort gefunden hast, war ja das Zoom-Level extrem tief. Kann man das konfigurieren, dass er beispielsweise immer das bei einem Zoom-Level anzeigt, wo ich beispielsweise schon die Straßen lesen kann und nicht immer noch zuerst rauszoomen muss? Könnte man auf jeden Fall anpassen. Also dieses HTML-Theme kann man ja komplett verändern. Auch dieser komplette Source-Code mit Open Layers, der ist komplett veränderbar. Das ist tatsächlich auch schon eine Sache, die mich gestört hat und die ich auch schon überlegt habe zu ändern, aber es noch nicht geschafft habe. Ich glaube, man muss einfach nur einen Pull-Request machen und das zu ändern. Also ich nehme an, dass die Entwickler jetzt erstmal das so gemacht haben, dass es überhaupt funktioniert und dann erweitern kann man es dann immer noch. Also ist auf jeden Fall technisch definitiv möglich, das zu machen. Habe ich mir auch gedacht, ja. Okay. Oder könnte ich es bei der URL gleich mit eingeben dann? Meines Wissens geht es noch nicht. Okay. Aber auch das wäre sicher denkbar, ja. Dankeschön. Ja. Ja, dann bitte, Publikum. Da sind die Leute aktiv. Wie müssen die Daten denn
datenbankseitig aussehen? Muss das eine Tabelle sein oder kann es ein super komplexer Query sein? Oder das hatte ich jetzt irgendwie gehofft, da so ein bisschen zu erfahren. Ja, meines Wissens kann man auch Views publizieren, die auch eine Geometriespalte haben. Also die... Also es muss, meines Wissens sind es erstmal nur geometrische Tabellen, die veröffentlicht werden. Ich weiß nicht, ob es auch nicht geometrische veröffentlichbar sein können. Ich dachte, da gab es mal auf jeden Fall ein Issue dazu. Aber es werden eben automatisch alle Geotabellen erkannt und direkt veröffentlicht. Weißt du, ob FeatureSurf auch transaktionale Queries anbietet oder ob das geplant ist, dann auch quasi diese vierte Stufe mit Updates und Inserts und so weiter anzubieten, oder soll es so schlank bleiben, dass es nur lesend drauf zugreifen kann? Ja, gute Frage. Also genau das Gleiche hat mich auch interessiert. Also es geht nicht momentan, aber es gibt zwei offene Pull-Requests, die das genau versuchen. Und die Maintainer haben da auch positiv drauf reagiert, aber es dauert, glaube ich, einfach noch, bis das drin ist. Also ich könnte mir auch vorstellen, wenn jemand die Initiative ergreift und das fertig macht, dass es dann auch reinkommen würde. Dann wurde noch gefragt, können Features auch symbolisiert werden? Weiß ich jetzt nicht genau, was damit gemeint ist. Ich kann leider nicht zurückfragen. Ja, okay, da kann man nicht zurückfragen. Was könnte damit gemeint sein? Also wenn das vielleicht auch darum... Ich nehme auch an, es geht um Styling. Ach so, das Styling, also könnte man prinzipiell auch in der HTML-Template, könnte man auch sich einen eigenen Style definieren. Also man hat da alle Freiheiten, die JavaScript, HTML und CSS bietet. Also technisch ist auf jeden Fall möglich. Aber ist jetzt in der Standardvariante nicht supported. Das ist wirklich ein sehr schlanker Viewer auch. Ja. Gibt es weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Ich bedanke mich nochmal bei allen drei Vortragenden, also Pirmin, Astrid und Jakob. Herzlichen Dank. Ich glaube, ihr habt uns einen sehr schönen Überblick gegeben über diese OGC-API. Und in dem Sinn nochmal schönen Dank. Und ich glaube, jetzt ist Zeit für die Pause. Vielen Dank fürs Dabeisein. Applaus